Mann, das kocht hier auch rein. Hamburg, Tübingen. Ja, es regnet. Gehört nun mal leider auch dazu. Ja, ich werde mich mal aufmachen ins Sanitärhaus. Und zum Glück habe ich noch ein trockenes Handtuch hier dabei. Das andere hängt draußen zum Trocknen. Ja, aber zum Glück trocknen die ja relativ schnell. Ich hoffe, die jetzt überlebt. Ja, da sind hier die Duschen, ziemlich behängt alles. Und hier braucht man noch 50 Cent für Warmwasser. Habe ich gerade nicht dabei. Werde also kalt duschen. So, hier ist mein Schließfach für meine Elektrosachen. Akku wird geladen. 2 Schokosteckdosen. Dampferakkus sind auch voll. Super. Oh Mann, das regnet hier sogar rein. Eieiei. Alter, das ist jetzt richtig heftig. Oh Mann, das kocht hier auch rein. Ja, nicht mal der Koffer geht hier an. Ja, der Schauer hat jetzt endlich nachgelassen. Ich habe mir auch erfolgreich meinen Kaffee gemacht. Die Hälfte habe ich daneben gekippt. Ja. Ja, man merkt schon, dass das Zelt billig ist. Es ist hier richtig nass geworden. Und ich muss jetzt mal schauen, wie ich die Sachen wieder trocken kriege. Jo, wieder ein Schauer. Es kam gerade die Sonne raus und ich dachte, super. Kannst du langsam mal alles einpacken. Aber jetzt kommt noch mal eine Regenfront, die warte ich noch ab. Und dann packe ich zusammen und werde aufpacken. So, jetzt warte ich den letzten Schauer ab und dann ist aber auch gut. Ja, ist vielleicht doch die bessere Idee, mich hier kurz unterzustellen. Ja, unglaublich, alles ist gepackt. Endlich habe ich alles zusammen. Und das Zelt war relativ schnell zusammengepackt. Es ist noch ein bisschen feucht, aber es ging eigentlich. Von unten war es diesmal trocken, aber von oben noch nass. Ja, alles verstaut. Ein paar Sachen sind natürlich nass, ist so. Ich denke, ich schleppe so 1-2 Kilo an Wasser unnötig mit mir rum, aber das trocknet irgendwann auch wieder. So, jetzt gehe ich zur Rezeption, meinen Schlüssel nochmal abgeben, Transponder abgeben und dann geht es Richtung Werratal. Und dann wieder zurück. Dazu mehr später. So, habe ich jetzt bezahlt und jetzt müssen wir noch über die Brücke, die ist aber gerade geschlossen. So, ich bin endlich los und schon wieder regnet's. Ich glaube, das ist der letzte Schauer, aber es drückt sich immer noch eine Wolke wieder rein. Ich stelle mich kurz nochmal runter. Ich fahre jetzt Richtung Werra, also an der Werra entlang erstmal. Erstmal. Schon wieder so eine alte Brücke. Ich weiß gar nicht, ob die noch in Betrieb sind. Die sehen, nee, ich glaube nicht. Ja, hier ist die berühmte Werratalbrücke. Rechts die ICE-Strecke, links die A7. Da, wo auch der Blitzer steht, kennt ihr sicher alle. Schon mächtige Pfeiler hier. Schon wahnsinnig, die Brücke. Hier werden Baumstämme bewässert. Setzt schon kräftig Moos an. So, ich habe mich gerade lang gemacht, bin hier über so einen Schlauch gefahren. Und ja, war keine gute Idee. Ich bin jetzt hinter diesem Holzlagerplatz. Ich wollte einmal nach da oben gucken.
Jo, jetzt die Frage, wie komme ich da durch? Jetzt wird hier bewässert. Das war gerade eben noch nicht. Deswegen ist das alles so glitschig. Ich glaube, da muss ich durch. So, ich bin wieder zurück auf den Weg nach Hahnmünden und fahre jetzt wieder an der Werra entlang. Vorhin bin ich ja da oben auf der Straße gefahren. Und ja, jetzt habe ich dann nochmal einen Eindruck bekommen, wie es hier aussieht an der Werra. Das ist ein doch recht beschaulicher kleiner Fluss. Aber ich habe mich doch entschieden, an der Fulda weiterzufahren. Und der kleine Abstecher war einzig allein, um mir die Werratalbrücke mal von unten anzuschauen. Ich will nochmal ein Foto von oben machen, von meinem Platz, wo ich heute Nacht stand. Deswegen nochmal wieder zurück. Ich bin wieder in Hahnmünden. Ja, hier die Brücke und da unten stand ich. Die beiden sind ja immer noch da. Die haben von 21 Uhr bis 11 Uhr sich in ihrem Zelt verkrochen. Ja, ich habe gerade an der Fulda erstmal meine Füße gewaschen und ein bisschen meinen Lappen sauber gemacht. Ja, und das Fahrrad, so die Fahrradtaschen nochmal abgewischt. Ich lag ja im Dreck, ja, habe ich erzählt. Und mein Knie so ein bisschen angeschlagen. Nicht nur oberflächlich, sondern ich merke es auch ein bisschen tatsächlich beim Treten. Ich habe wieder auf den Sportmodus geschaltet, so dass ich da nicht so eine große Belastung drauf habe. Aber es geht schon. Ja, es ist total schön. Ich habe da gerade so ein älteres Ehepaar getroffen und sie meinte, sie wohnt hier, sie kennt die Gegend gut und Fulda sei der schönere Radweg hier. Dann habe ich scheinbar ja die richtige Entscheidung getroffen. Und ich kann es bisher bestätigen. Hier werden die Aale geschont und nicht geschreddert. Ja, irgendwie komme ich heute nicht richtig voran. Gerade was gegessen. Ich glaube, ich bin jetzt 15 Kilometer gefahren, also nach Hahnmünden. Ja, dann setze ich mich aufs Bike. Mein Knie tut mir weh. Und jetzt geht es weiter nach Kassel. Das ist immer klappe möglich. Ja. Du musst ein bisschen Kot holen, dann können wir das aufmachen. Das kannst du aber nicht, weil das alles kaputt ist. Ja. Haben sie jetzt zugeschlossen hier. Sonst konntest du das aufmachen, Akku reinladen. Ja. Also ich hab's schon gemacht. Ich weiß ja, wie's geht hier. Thank you.
So, ich bin in Kassel. Kassel, Fullertal, hier kommen wir was. Stand irgendwie ein Schild mit Fuldatal, 4,2 Kilometer rechts lang. Aber ich bin noch im Fuldatal. Was soll das denn? Ja, ich frage euch ja. Kassel an der Fulda. Geht wieder auf die andere Fulda Seite. Warum auch immer. Ich traue dem Navi. Wobei ich eine Radwege-Ausschilderung jetzt länger nicht gesehen habe. Ja, scheint ja zu funktionieren. Aber jetzt macht es wieder so richtig Laune. Ich glaube, ich bin schon fast durch Kassel durch. Cool. Hätte nicht gedacht, dass Kassel so nette Ecken hat. Sehr schön hier. Wieder ist es sehr flach im Vergleich zu der Strecke gerade eben. Da sieht man jetzt die Umgebung, nicht die Strecke an sich, die ist ja immer sehr flach. Oh, da geht es jetzt kräftig hoch. Mein Gott, bin ich froh, dass ich dieses Rad habe. Mal kurz weg vom Fluss, aber die Radwege sind ja hier super ausgebaut, schön eben, größtenteils. Ja, ich fahre mal hier eine schöne Steigung hoch und wollte noch 30 Kilometer fahren, also so 28 bis, ach ich weiß nicht, ordentlich, so viele Orte hier. Also das spricht mich jetzt gerade mal an. Ich hoffe, dass es einigermaßen nett ist, sonst könnt ihr mich mal. Gott hat jemand geschrieben. Auf doch beide Bremsen. Gott, ist die Karre schwer. Oh mein Gott. Ich dachte, ich komme da mit einer Bremse runter. Muss ich doch noch zupacken mit der anderen. Jo, ich bin jetzt hier in Melsungen.
Schöne alte Steinbrücke. Und ich habe gesehen, dass wir eine schöne Altstadt hier haben. Aber ich will jetzt weiter auf dem Campingplatz und nicht so lange rumtrödeln. Aber es gibt so viel Schönes zu sehen hier auf der Strecke. Architektur ist nicht schlecht. Ganz schön imposant hier mitten in der Landschaft. Da hinten steht auch noch mal so ein Bauwerk. Sieht doch nach Wildcampen aus da hinten. Aber warum nicht, wenn die ordentlich wieder aufräumen. Ja. Der sagt mir auch jede Kurve an hier. Rechts, links. Aber echt gut. Ja, die Abendstimmung liebe ich ja am meisten. Für die Morgenstimmung bin ich meist zu spät dran. Ach, ist das toll. Ja, ich bin gleich da. Noch 1-2 Kilometer. Dann reicht's für heute. Ja, man sieht das immer häufiger, die Blumen oder Wald- und Wiesenblumen am Rande. Für die Insekten sicher eine gute Idee. Jo, wo ist denn der Campingplatz? Der ist doch hier links. Zwischen Zielbrückenstraße Weisefürth 1, Malzfeld erreicht, links abbiegen. Da hinten habe ich ihn schon gesehen, den Platz. Ich muss wohl über die Brücke da. Ja, sorry, schon wieder kein Fazit. Aber nur so viel. Es war ein toller Tag. Sehr schöne Strecke entlang der Fulda. Und das Wetter wurde ja auch wieder besser. Allerdings macht mir mein Knie zu schaffen. Radfahren geht, aber gehen und Treppensteigen fallen mir schwer. Ich hoffe, das wird wieder besser. Ich habe nämlich keine Lust, die Tour hier abzubrechen. Ja, da unten ist ja der Platz. Strom gibt's wohl auch. Das wird wohl nicht der Eingang sein zum Campingplatz, nehme ich an. Ja, das Zelt steht und die freundlichen Campingbetreiber haben mir sogar noch einen Schnitzel mit Pommes gemacht. Leider ohne Beilagen, etwas langweilig. Ja, im nächsten Video, morgen, zeige ich euch noch ein bisschen vom Platz und dann geht es weiter in Richtung Bad Hersfeld, Niederaula und Schlitz. Vielen Dank fürs Zuschauen und euer Interesse. Bis denn!